In Rumänien ist ein Trainingszentrum eröffnet worden, an dem Piloten aus der Ukraine an F-16 Kampfjets ausgebildet werden. Neben der Fetechti Airbase sollen die ukrainischen Militärs auch in den USA und in Dänemark den Umgang mit den NATO-Fliegern lernen. Whether it be Ukraine or any other countries, this will be a place that they can come to and plug into and then be trained effectively to be able to go back. Zur Verstärkung ihrer Luftverteidigungskapazitäten gegen Russland hatte Kiew schon im vergangenen Jahr F-16 Kampfflugzeuge angefordert. Die niederländische Verteidigungsministerin erklärte in Rumänien, sie hoffe, dass die Ausbildung der ukrainischen Piloten so bald wie möglich beginnen könne. Die Niederlande und Dänemark stellen Kiew F-16 Kampfjets zur Verfügung. Schauen wir auf die Entscheidung vom Wochenende F-16. Da hatte sich in der vergangenen Woche erstmal die Koalition gebildet, die eher kleinere zwischen Großbritannien und den Niederlanden. Dann hieß es, wir bilden aus, sagten die Franzosen auch. Und jetzt kommen die Amerikaner und sagen, A, wir bilden aus, B, wir gestatten denen, die F-16 aus unserer Produktion haben, die zu liefern. Und irgendwann liefern wir dann wahrscheinlich auch. Was ist der langfristige Gedanke dahinter? Exakt der langfristige. Ich glaube, es ist ganz klug gedacht, dass man nicht glaubt, dieser Krieg ist übermorgen beendet. Und irgendwann wird dieser Krieg in seine entscheidende Phase gehen. Wann das sein wird, kann man heute noch gar nicht sagen. Aber eins muss dem Zuschauer klar sein. Diese F-16-Geschichte, die wird dauern. Also ich rechne frühestens Ende des Jahres damit, dass die ersten F-16, wenn überhaupt und durch wen auch immer, ausgeliefert werden. Zunächst einmal müssen die Piloten, muss die Besatzung ausgebildet werden. Nun höre ich und lese ich, das soll in Frankreich sein. Die Ausbildungssprache in Frankreich für die Piloten ist Französisch. Da frage ich mich, hat die Ukraine genug französisch sprechende Leute oder muss dem möglicherweise vorneweg noch ein Französischlehrgang geschaltet werden? Wenn ich mir dann angucke, damals, ich habe eine Zeit lang in Heidelberg gelebt, wenn ich mir anschaue, den Kampf um damals einen Flughafen in Deutschland, als amerikanische Flugzeuge stationiert werden sollten, alleine die Infrastruktur, im Übrigen wiederholt sich das gerade bei der Frage der F-35 für Deutschland. Die Flughäfen müssen angepasst werden, das Personal am Boden muss ausgebildet werden. Wir reden bei Kampfflugzeugen über den Daumen. Ein Flugzeug in der Luft bedeutet 100 Mann am Boden. Und man hat davon gehört, dass vielleicht zwei F-16 Kampfjets, geliefert von der NATO, irgendwo untergestellt in der Ukraine, zerstört wurden. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass das Propaganda ist. Da ist auch die Rede gewesen von einem ukrainischen hochrangigen Offizier, der sich hat ablichten lassen mit F-16 Kampfjets angeblich in der Ukraine. Und der dann diese Bilder davon irgendwo gepostet hat, meinetwegen auf Telegram. Das heißt, es wäre ein Beweis gewesen, de facto ein Beweis gewesen, dass es in der Ukraine schon F-16 Kampfjets gibt. Es kann aber auch sein, dass genau dieser Eindruck entstehen sollte und dass es nicht stimmt. Und dass alle F-16 Flugzeuge geliefert von der NATO in Polen und Rumänien sind. Und ich glaube auch persönlich nicht, dass diese F-16 von ukrainischen Piloten geflogen werden. Weder nahe am Frontverlauf noch irgendwo im Donbass allgemein, über der Ukraine oder vielleicht auch in Kursk. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Ukraine hat kaum Piloten. Man muss dazu wissen, dass pro F-16 brauchst du 2 Piloten. Ich habe mal gehört, dass sie 10 Piloten haben. Das ist natürlich nichts. Das ist gar nichts. Und ich glaube, dass die NATO-Kampfjets, die F-16, alle von NATO-Piloten geflogen werden. Und dann berufe ich mich mal auf diesen Lindsey Graham. Das ist ein US-Senator. Und Lindsey Graham hat eben gesagt, dass es durchaus im Bereich des Möglichen steht, dass diese F-16-Flugzeuge von der NATO geliefert an die Ukraine von ehemaligen F-16-Piloten der NATO geflogen werden. Das heißt, die sind retraitiert, die sind pensioniert, die wollen sich irgendwas dazu gewinnen. Also es geht um Söldnertum, modernes Söldnertum. Dann kann es durchaus sein, dass diese Ex-F-16-NATO-Piloten retraitiert und ausgemustert auf F-16 angesetzt werden, um sie vielleicht im Einsatz zu fliegen.
Und dass das möglich ist, davon bin ich felsenfest überzeugt. Da hocken Leute von der NATO drin. Ob das jetzt noch aktive Piloten sind, was ich mir kaum vorstellen kann, also die wirklich noch in den verschiedenen Armeen der NATO Dienst tun als Piloten, nein, das glaube ich nicht. Aber ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass es eben ausgemusterte Piloten sind, in Rente, in Pension, die man damit lockt, hey Leute, ihr steuert eine F-16 in der Ukraine, voll zurück zu den F-16 als solches. Wenn diese Apparate, diese F-16 Kampfjets in Polen stationiert sind und die sollen in der Ukraine zum Einsatz kommen, dann darf die NATO natürlich nicht den Fehler begehen, diese Flugzeuge direkt von Polen abheben zu lassen und dann gleich ranschicken an die Front. Oder meinetwegen nach Russland, Kursk. Auf gar keinen Fall, das dürfen sie nicht machen, das wäre eine Provokation, das wäre eine Einmischung direkt in den Krieg. Aber was wird passieren? Diese Flugzeuge F-16 werden von Bulgarien, Rumänien und Polen starten. Dann werden die irgendwo in der Ukraine auf dem Flugplatz, keine Ahnung, bei Kiew oder mehr im Westen, bei Lviv, werden die einen Touchdown machen, das heißt Boden berühren, sofort wieder abheben und dann reingeworfen werden ins Kampfgeschehen. Das heißt auch gerne nach Kursk oder anderswo in Russland, auf jeden Fall über die Donbass-Region. Warum machen die dann ein Touch and Go? Das ist ganz einfach, so kann die NATO sagen, wir sind nicht involviert. Diese Apparate sind nicht von NATO-Boden aus gestartet. Die kommen aus der Ukraine. Die Russen sind natürlich nicht doof, die wissen ganz genau, was abgeht. Die haben ihre Spione überall, die haben ihre Satelliten on air. Also, das kannst du vergessen, diese Taktik.